Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 1. Juli 2020. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, ganz am Anfang heute ein paar grundsätzliche Bemerkungen aus gegebenem Anlass, kann man sagen. Also, Astrologie, so wie ich sie benutze, ist ein Modell, was sich auf bestimmte Dinge aus der Wirklichkeit stützt, aber diese nicht wirklich abbildet. Und so gibt es eben, wer sich da tiefer für interessiert, in der Astrologie viele Modelle, die auch in ihren Modellannahmen voneinander abweichen. Ein paar Bemerkungen dazu. Die Grundlage in der Astrologie ist ja der Tierkreis. Der Tierkreis besteht ja aus den 12 Tierkreiszeichen oder Sternzeichen. Es gibt natürlich am Himmel keine Tierkreiszeichen oder keine Sternzeichen. Diese Bebilderung der Krebs oder der Löwe ist ja von uns Menschen erfunden worden. Wir ordnen bestimmte Sternkonstellationen seit Jahrtausenden so zu, dass wir sagen, ah, das ist der große Wagen, das ist der Krebs, etc. In diesem Tierkreis quasi als äußere Bebilderung. Und auch sind natürlich die Sternzeichen nicht jeweils 30 Grad groß und gehen auch ineinander über. In diesem Tierkreis lassen wir dann die Planeten sich bewegen, die Planeten plus Sonne und Mond. Und zwar gegen den Uhrzeigersinn bewegen sich die Planeten. Und es ist ja so, dass wir ja die Astrologie nicht von irgendeinem Punkt aus dem Weltraum her betrachten oder uns auf die Sonne setzen, sondern wir schauen ja vom Standpunkt des Betrachters. Also die Ereignisse, die Bewegung der Planeten, ihre mögliche Rückläufigkeit etc. etc. wird ja alles von der Erde aus gesehen. Die Erde ist aber, wie wir natürlich wissen, nicht der Mittelpunkt des Universums oder auch des Sonnensystems. Ne? Sodass hier eben natürlich eine im Grunde falsche Sichtweise genommen wird, die aber aufgrund des Modellcharakters der Astrologie zur Beobachtung benutzt wird. So bewegt sich natürlich von der Erde aus gesehen, bewegt sich ja die Sonne in einem Jahr durch den Tierkreis. In Wirklichkeit bewegt sich natürlich die Erde durch den gedachten Tierkreis. Auch werden Planeten natürlich niemals rückläufig. Also Merkur, der ja hier zurzeit rückläufig ist, ist natürlich, wenn wir uns im Weltraum begeben, werden wir nicht sehen, dass ein Planet sich zurückbewegt, also gegen den Uhrzeigersinn. Das kommt eben, weil wir uns als Erde mitbewegen. Diese Bewegung bekommen wir aber nicht mit. Und so scheint es, dass der Planet, den wir quasi überholen, dass der sich zurückbewegt und so ergeben sich dann eben die Rück- und Vorwärtsbewegungen, die wir halt interpretieren und die auch Sinn machen aus diesem Blickwinkel heraus. Und das ist auch nichts Besonderes, weil wir Menschen ja ohnehin alles in unserem Leben auch aus dem Blickpunkt des Betrachters sehen. Wir empfinden ja auch alle Dinge subjektiv. Wir sehen bestimmte Dinge, wir haben bestimmtes Farbempfinden, wir erleben bestimmte Emotionen, ordnen die Dinge ein. Wir sind ja keine Roboter oder Androiden. Genauso muss man sagen, gibt es auch keinen Sonnenuntergang oder keinen Sonnenaufgang. Die Sonne geht nicht auf oder unter, sondern die Erde dreht sich, nicht? Und dadurch, dass sich die Erde dreht, kommt die Sonne sozusagen ins Blickfeld. Und da in diesem Zusammenhang hat es halt auch so Diskussionen darum gegeben, ob hier die Venus, die ja lange Zeit rückläufig war, die sich ja hier im Zwilling befindet, also die der Sonne hinterherläuft, so ob die nun Morgenstern oder Abendstern ist. Und das kann man relativ leicht sichtbar machen hier. Wenn ich hier beispielsweise jetzt 4 Uhr morgens eingebe, heute Morgen, dann sehen wir hier ist der Horizont mit dem Aszendenten. Der Aszendentachse ist ja immer der gedachte Horizont. Und wir sehen, die Sonne hier mit Merkur ist klar unter dem Horizont. Sie ist noch nicht aufgegangen, in der unteren Hälfte, also noch nicht sichtbar. Die Venus hier im Zwilling ist aber schon aufgegangen. Sie steht schon einige Zeit lang am Himmel, ist also beim klaren Himmel sichtbar. Daher ist die vor der Sonne aufgegangen, ist also Morgenstern. Und dann sozusagen eine Stunde oder so später,
Um 5 Uhr, ne, ist die Sonne am Horizont, die Sonne geht auf. Ne, die Venus steht natürlich immer noch am Himmel, wird dann mit der zunehmenden Helligkeit der Sonne überstrahlt. Ähnliches beim Sonnenuntergang. Hier um 20 Uhr zum Beispiel heute Abend ist die Sonne hier noch über dem Horizont. Sie ist also noch sichtbar, klar, um 20 Uhr, während die Venus schon untergegangen ist. Sie ist ja auch Morgenstern. Und dann 2 Stunden später geht dann auch die Sonne unter, quasi, ne? Also die Erde verdreht sich dann. Das nur mal zur gleichen Klärung. Und wie in jedem Modell gibt es eben auch Annahmen. Und es gibt eben, und das wäre sicherlich Thema für mal für ein gesondertes Video, gibt es eben Astrologie-Schulen, die unterschiedliche Bereiche, die die Dinge anders nehmen, die anderen Tierkreis benutzen, die andere Planeten, fiktive Planeten benutzen, die gar kein Häusersystem oder andere Häusersysteme benutzen, die mit Halbsummen oder anderen berechneten Größen arbeiten, sodass jeder Astrologe sich irgendwann dafür entscheiden muss, was nehme ich denn eigentlich in mein astrologisches Repertoire auf? Was nutze ich für die Interpretation und was eben nicht? So, soweit. Jetzt können alle die sich nur fürs Tageshoroskop interessieren, können bis hierher vorspulen. Jetzt zum heutigen Tageshoroskop, was ja immer die Energie des Tages, die ja von vielen Leuten im Moment als sehr schwergängig empfunden wird. Ist auch kein Wunder, weil so viel rückläufig, also bei den Ereignissen, die in der Welt passieren und weiterhin passiert sind und passieren. Und eben durch die Rückläufigkeit der Planeten, Venus ja wieder direktläufig jetzt, nicht gerade den 6. Grad der Zwillinge erreicht, sie kommt jetzt wieder in Fahrt, daher auch wieder Bewegung in den Werten und Beziehungen. Merkur hier weiterhin rückläufig, auch in Verbindung mit der Sonne und Merkur und Sonne im Quadrat zu Chiron. Und das macht in diesen Tagen eben auch eine gewisse Schwerfälligkeit oder Schwierigkeit aus, weil eben dieser Kontakt zu Chiron im Widder zum einen eben auch auf mögliche körperliche Schmerzen oder Schwierigkeiten hinweist, die sich auch nicht so schnell beheben lassen, oft auch Dinge, die eben langfristig oder dauerhaft da sind und auf der anderen Seite eben auch so eine starke Verletzlichkeit zeigt, die gestern durch die Sonne ausgelöst wurde und heute durch Merkur, der heute Abend um kurz vor 19 Uhr im Quadrat zu Chiron steht, sodass wir eben weiterhin auch heute besonders vorsichtig damit sein sollten, was wir sagen, was wir kommentieren, wie wir Dinge zum Ausdruck bringen, weil es kann vieles sehr schnell missverstanden werden. Die Menschen nehmen manche Bemerkungen eben persönlich. Und da ist es manchmal besser, wenn wir unseren Mund halten in bestimmten Situationen und oder bestimmte Aussprachen oder wichtige Gespräche um ein paar Tage verschieben. Das Gleiche gilt auch, wie wir über uns und unsere Lage denken. Es ist jetzt hier mit dem rückläufigen Merkur, der ja heute auch, heute Morgen, beziehungsweise heute am frühen Morgen die Position getauscht hat. Also Sonne und Merkur trennen sich jetzt. Der Merkur läuft halt quasi aufgrund seiner Rückläufigkeit zurück, läuft also jetzt tatsächlich im Moment scheinbar mit dem Uhrzeigersinn und die Sonne gegen den Uhrzeigersinn. Die trennen sich also. Merkur läuft dann wie Venus hinter der Sonne, also der Sonne hinterher. Und dadurch ist heute eine Merkur-Sonne-Konjunktion. Das ist auch ein besonders subjektives Denken und auch kein guter Plan, jetzt über Dinge langfristig nachzudenken. Natürlich Informationen einholen, die Dinge aus allen Richtungen beleuchten, ja, aber diese Gedanken nicht als Wirklichkeit nehmen, sie nicht sozusagen, also es wird uns schwerfallen, mittlere oder längerfristige Planung im Moment anzustellen. Es fehlen uns Informationen, das Denken ist sehr subjektiv, es wird eher auf Schwierigkeiten oder Negativismen hingewiesen. Hier gilt es einfach vorsichtig zu sein und im Krebs eher vielleicht mehr so ins Gefühl zu gehen. Und zu sagen, okay, Denken funktioniert jetzt nicht so super gut, kommunizieren könnte auch schwierig sein, also kommuniziere und denke ich mehr auf emotionale Art und Weise, was eben hier zum Krebs und auch zum Mond im Zeichen Skorpion heute passt. Genau. Und der Mond, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, im Skorpion heute, er wird in der Nacht zum Donnerstag um
3.21 Uhr in den Schützen wechseln. Morgen also der Mond im Feuerzeichen, kriegt der Mars hier im Widder ein bisschen Unterstützung im Feuerzeichen. Also morgen schon ein aktiverer Tag, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Idealismus und Optimismus da ist, die Dinge auch ein bisschen stärker vorantreiben zu wollen, auch mit möglichen Einsichten. Der Mond im Skorpion legt ja eher auch nochmal den Finger auf die Wunde, zeigt uns Schattenbereiche, hat aber auch eine starke Intensität. Also im emotionalen Bereich ist das hier sicherlich eine gute Stellung. Andere längerfristige Dinge bleiben natürlich uns erhalten. Jupiter-Pluto waren gestern exakt, lösen sich jetzt, auch wenn man das jetzt nicht sieht. Der schnellere Jupiter ist auch rückwärts, in seiner Rückwärtsbewegung schneller, löst sich also von Pluto. Saturn hier dabei, in den Steinbock einzutreten. Hier nach diesem Programm ist er schon eingetreten. Nach anderen morgen, in der Nacht zu morgen. Saturn zurück im Steinbock. Jetzt werden die Dinge konkreter auch. Es wird jetzt in den nächsten Monaten bis zum Ende des Jahres um konkretere Strukturen gehen. Verarbeitung von Verantwortlichkeiten, Verteilung von Lasten und eben auch darum, eine Strategie zu entwickeln, wie es denn alles so weitergehen soll. Mars im Widder, hier im zweiten Grad des Widder, bringt eine Menge Energie mit sich, feuert hier so ein bisschen gegen die Krebsplaneten. Das ist auch natürlich auch viel Energie. Das ist so ein bisschen die Krux einer Sache. Es ist viel Energie da, aber überall muss man aufpassen, dass man sozusagen sich nicht zu sehr äußert, dass man keine Fehlentscheidung trifft. Und das macht es so schwierig, dass man nicht einfach losstürmen kann und die Dinge machen kann. Und das hängt natürlich auch mit dieser Corona-Geschichte zusammen. Man kann nicht einfach in Urlaub fahren, viele Dinge. Man kann nicht einfach ins Kino gehen oder essen gehen. Das ist alles so gehemmt und schwierig. Und das macht die Lage ebenso unübersichtlich. Ja, hier mit grundsätzlichen Überlegungen am Anfang, ein wiederum sehr interessanter Tag. Vorsichtig eben mit irgendwie Verurteilung anderer verbal und Gedanken nach außen, wie uns selbst. Mehr ins Vertrauen, in die Selbstliebe, in die Emotionen gehen. Dann nutzen wir diesen Tag besonders gut. Ich wünsche uns allen einen guten Julianfang, einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.